Trier wird von Römern überrannt. Ist das ein Überfall? Nein, nennen wir es lieber eine kontrollierte Übernahme für 3 Tage. Zum 8. Mal wurde in Trier das Römerspektakel Brot und Spiele gefeiert, das am Freitagabend mit der Premiere des Schauspiels Schicksal in Flammen im Amphitheater startete. Um geheimnisvolle Bücher, die die Zukunft Roms vorhersagen, geht es. Und die machtgierige Kaiserstochter Lucilla will die Bücher für sich. Dagegen wehrt sich Antigonos, das ehrenhafte Stadtoberhaupt Triers, denn er weiß, wo die Bücher versteckt sind. Seine Sturheit bringt ihm ein grauenvolles Schicksal ein. Und allen Feinden Roms zur Warnung, sehen wir heute noch einen Verräter in Flammen aufgehen. Bei Brot und Spielen soll sein Leben nach den wilden Gladiatorenkämpfen den Flammen geopfert werden. Gelingt es dir, den Göttern das Feuer zu rauben, so darfst du überleben. Gelingt es dir aber nicht, die Flammen zu rauben, so wirst du selbst ein Raub der Flammen. Im Anbeginn der Zeiten gehörte das Feuer den Göttern. Es brannte fern von uns Menschen auf dem Olymp. Den Sitz der Götter, die Hüterin des Feuers, war Vesta, die Göttin der Flamme. Antigonos muss versuchen, wie einst Prometheus, den Göttern die Flammen zu rauben. Dabei muss er sich gegen brennende Waffen und brennende Räder wehren. Mit Feuerwerksfontänen und einem Lichtermeer aus brennenden Kerzen endet das Stück. Und 1700 Zuschauer gehen zufrieden nach Hause.